Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind letztes Mal hier raufgefahren. Und zwar um etwas ganz Bestimmtes zu besorgen. Vorher schauen wir uns aber noch die Kopplungen an. Nichts übermäßig Interessantes. Also Tornado ist jetzt auf HP, weil es dort am besten passt. Der Rest ist Triple, Meltdown, Beben und Reflect, wie gehabt. Hier könnten wir Eisgar, Bio, je nachdem welche Gegner auftauchen. Oder Blitzgar oder Feuergar reintun und als Abwehr natürlich Engel und ein Elementspruch, der halt passt gerade. Statusangriff Sorgen, wie letztes Mal schon gesagt, und Statusabwehr Seuche oder Engel, je nachdem wie viel Slots das man schon hat. Dann bei den GFs zum Lernen. Erstens mal, ich weiß gar nicht, ob ich Panimonia gekoppelt habe. Panimonia lernt Elementabwehr Kopplung mal 2 Grad, das brauchen wir unbedingt. Und habe ich schon gekoppelt? Ich glaube schon. Ich glaube, sie ist bei Squall gekoppelt. Ja, sie ist bei Squall gekoppelt. Treffer-Kopplung habe ich keine eingestellt. Brauchen wir nicht wirklich. Übrigens hat Squall jetzt Ultima auf Magie, weil er schon so viele Ultimas hat, dass sich's auszahlt. Also es ist besser als Beben schon. Und der Rest ist ganz okay. Wichtig noch, Squall hat Rauben und nicht gegen 0%. Und Erwin hat Level Plus und Level Minus. Sonst Stärke Plus, HP Plus, Stärke Plus und Körper Plus sind immer gut. Dann gehen wir hier zum Strand und suchen einen bestimmten Gegner. Wenn er nicht beim ersten Mal auftaucht, schneide ich dich. Kämpfe natürlich raus. Ansonsten sehen wir uns gleich. Ja, und das sind sie schon. Die komischen Schildkröten, Adamantois oder so heißen die. Was wir hier machen wollen, ist vor allem nur mit Squall vorerst angreifen, weil Squall hat Rauben ausgerüstet. Und wir wollen nämlich hier das Rauben. Und zwar schauen wir vielleicht, wir kommen das gleich beim ersten Mal. Ja, Windgeflüster, das brauchen wir. Nachdem wir es einmal gestohlen haben, können wir den auch gleich umlegen, weil die Nervenflüster. Weil die sind. Oh. Ah, die machen. Ah, den könnte man sich übrigens mit einer Elementkopplung auf Erdbeben schützen. Egal. Das Windgeflüster stehen wir deswegen, weil es Kiste seinen neues Limit lernt. Und dann werden wir das Mabul, werden wir auch noch, also ein neues Limit werden wir bei ihr auch noch machen. Aber das sehen wir dann gleich. Zuerst die zweimal wegmachen. Ja. Es ist aber langsam Zeit für die zwei, oder? Ja, der Sandsturm ist ziemlich nervig und sieht übrigens ziemlich hässlich aus. Naja, ich weiß schon. Genau. Danach machen wir noch einen Umweg über Travia. Weil ich noch etwas kaufen muss. Ey, was soll das mit dem Blenden hier? Weil ich noch etwas kaufen muss und. Wir haben nämlich beim Schumi-Quest etwas Tolles bekommen und zwar den Zustandsschutz, glaube ich, hat das geheißen, so ein Item. Das haben wir noch nicht verwendet, weil ich noch nicht ganz sicher war, wo ich es genau verwenden soll. Und zwar leert das einer GF Zustandsabwehr mal 3 automatisch. Und das werden wir wahrscheinlich hier vorbeibringen. Wir müssen nur schauen, ob sie einen freien Slot hat. Also das Problem ist nämlich, GFs können so viele Abilities lernen, dass sie irgendwann mal voll sind von Abilities. Dann können sie quasi keine Abilities mehr lernen, aber da gibt es ein gutes Gegenmittel dafür, und zwar ist das, wieso kann ich nicht, ah ja, irgendwie hat das nicht funktioniert gerade, oh cool, neue Abilities ausrüsten, und zwar, ich zeig das kurz mal hier, wenn das, ah, was ist da los, okay, egal, Megapille, egal was es war, weg damit. Achso, das war der Blind-Status. So, wo haben wir das komische Teil, das wir bekommen haben? Finalixier, Königsgerode, okay. Na, Zustandsschild, genau, Zustandsschild war das. Zustandsabwehrkopplung mal 4 gibt es sogar. Und das wollen wir Shiva lernen. Shiva kann leider nichts mehr lernen, weil er schon voll ist. Jetzt gibt es da kleinen, nicht unbedingt Trick, aber. Und ich rest noch kurz hier. Die gehen nur 0% aus, weil sonst laufen wir da und hier rein und das ist sehr uninteressant. Ich fahr kurz nach Timber und wenn ich dort bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind in Timber und zwar dort, wo wir
das erste Mal in Tima angekommen sind, den Weg hier finde, hoffentlich. Dann gehen wir da in den Pet Shop rein und kaufen etwas Bestimmtes, und zwar ein Vergissmannicht. Wir kaufen gleich mehr wahrscheinlich. Naja, viel mehr werden wir nicht brauchen. Dann wenden wir das gleich an, und zwar auf Shiva. Wo ist denn das jetzt? Hier unten. Und zwar auf Shiva. Und hier können wir jetzt eine von ihren komischen Sachen wegmachen. Da werden wahrscheinlich, nachdem sie sonst nichts hat, was wir wegmachen wollen, werden es GF-Magie mal 10 sein. Oh, da vergessen wir die 20er auch gleich automatisch mit. Aber ist egal, brauchen wir sowieso nicht. So, und jetzt können wir. Was ist jetzt hier? Das Zustandsschild verwenden bei Shiva. Und jetzt hat Shiva automatisch Zustandskopplung mal 4. Und hier sehen wir das. Hier können wir jetzt 4 Zauber koppeln. Am besten gleich mal. Keine Ahnung. Alles was. Wo ist das? Seuche. Kung Fu, Tobsucht, alles was geht. Und am besten noch. Brav. Das ist am coolsten. Dann haben wir noch. Was ist das gewesen hier? Item. So, haben wir. Oh nein, wir brauchen einen Kartenwandel zuerst. Nämlich habe ich letztes Mal, wie wir uns um die. Genau. Hier machen wir gleich alle. Wie wir uns um die Limits von Kistes gekümmert haben, habe ich die Mobul-Karten übersehen. Sorry dafür. Wir machen gleich aus den. Machen wir gleich 3 Mobul-Fühle. Wir brauchen sowieso welche. Einer fehlt uns dann noch. Für den tollen Spezial-Seiten-Quest. Ihr wisst, was ich meine. Und wir verwenden das eine Item gleich. Hier Mobul-Fühle. 3 brauchen wir insgesamt. Einen verwenden wir jetzt für Kistes. Und. Also 4 brauchen wir insgesamt. Einen für Kistes und 3 für das. Nein, wir brauchen sogar 6. Egal. Die finden wir schon noch. Und jetzt hat Kistes Multi auch gelernt. Sehr gut. Ja, ich gehe einfach mal so raus, ist egal. Damit ihr auch wisst, wie man hier zu dem Pet Shop kommt. Wir gehen jetzt wieder in den Garten rein und ich glaube, es geht jetzt. Nein, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir gehen zuerst nach Travia. Wir sind nämlich mit den Seitenquests auf CD2 quasi fertig. Gibt es noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir sind fertig mit den Seitenquests. Es gibt jetzt quasi nur mehr. Wir holen uns nur mehr eine tolle Karte. Aber die liegt quasi auf dem Weg. Dafür müssen wir aber zuerst in den Garten einsteigen. Wo ist der Garten? Hallo, wo ist mein Garten? Hallo, wo ist mein Garten? Auch ein blindes Huhn findet mal einen fliegenden Garten. Egal. So, ab nach Travia. Dort erwartet uns dann nämlich schon Selfie oder zumindest. Na, wie auch immer. Ihre Freunde. Und. Dort gibt es dann einiges an Story zu bewältigen. Also jetzt kommen einige Folgen, wo es viel Gequatsche gibt. Ich hoffe, euch stört das nicht. Es sind auch ziemlich interessante Sachen dabei. Es wird einiges aufgeklärt in den nächsten 2 Folgen, 3 Folgen. Keine Ahnung, wie lange ist das, was ich jetzt wirklich brauche damit. Die Frage ist nur, wie komme ich auf den Kontinent drauf? Geht das hier irgendwo? Ja, da vorne geht's hin. Dazu müssen wir aber irgendwann jetzt nochmal zum Garten kommen. Leider fährt mein Garten sehr, sehr langsam. Dann kann ich leider nichts ändern. So. Bin ich jetzt hier? Wir müssen noch weiter rüber, glaube ich. Wie gesagt, schon oft genug erwähnt, Trabe-Kontinent ist leider sehr verwirrend. Gehen wir hier. Da hinten müsste er sein. Ja, da hinten ist er, glaube ich. Yeah, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Sehr gut. So, und hier reingehen. Wobei, übrigens, die Karte, die wir uns jetzt holen können im Treibergarten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie mir jetzt schon holen werde. Soweit ich weiß, kann man sich die Karte bis zum Ende des Spiels holen, also, oder halt bis zum Ende von CD3, sagen wir so. Und es ist dann deutlich angenehmer, sie später zu holen, weil man mehr Zeit hat, mit den Regeln hier rumzuscheißen, sagen wir so. Das Problem ist nämlich, in Treibergarten selbst gilt die Random-Regel, also
dass zu viele Karten aus dem Inventar ausgewählt werden. Genauso wie in Toilette vorher. Ich habe mir allerdings noch nicht angesehen, wie ich die Random-Regel hier wegbekomme. Ich habe schon Ideen dazu, aber es kann sein, dass das nicht funktioniert. Dann werden wir die Karte vorerst mal auslassen. Was wir sicher nicht auslassen, ist gleich hier beim Eingang. Unbedingt, also zuerst lassen wir nicht aus Selfies wunderschönen Arsch. Dann gehen wir rein. Hören uns noch. Ja, natürlich kommen die anderen auch alle. Warum sollen hier Monster sein? Das ist ein Garten, oder? Verstehe ich nicht. Was sollte diese Anspielung? Wie auch immer. Na, wir gehen mal hier rein. Und das allererste, was wir nicht übersehen oder nicht vergessen dürfen, ist... Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt am Screen sieht hier. Ah ja, ganz klein rechts unten. Wer sieht's? Ja, Waffen August. Juhu! Und hier gibt es einen Drawpunkt. Prinzka, den haben wir schon. Wieso habe ich dir... Ja, na klar. Ich bin natürlich voll. Ich wusste gar nicht, dass das trotzdem der Animation trotzdem kommt. So, was ist jetzt hier? Ah ja, wir müssen ihre Freundin ansprechen. Ah, ich sag lieber mal irgendwas Positives, um nicht dauernd so negativ aufzufallen. Ja, der Treibergarten ist offenbar schon sehr, sehr zerstört. Also überall liegt Zeug rum, der ganze Boden ist aufgespalten. Ah, wie auch immer. Nachdem wir hier mit Selfie geredet haben, gehen wir zuerst mal hier rechts. Da gibt es nämlich auch noch was aufzusammeln. Das ist der Friedhof, soweit ich das erinnere. Und leider hier sieht man es gar nicht. Hier hinten, ganz klein gelb, finden wir eine Timbermaniacs. Unbedingt lesen. Die hat übrigens keinen Einfluss auf das Event Anfangs CD3. Oder, ja, Anfangs CD3. Es ist wirklich nur die eine Timbermaniacs in Schumi, im Schumidorf. Also vor der sollte man sich in Acht nehmen, damit man das Maximum aus der Szene herausholt in CD3. So, was ist mit euch los? Okay, wie auch immer. Ich bin nur froh, dass wir den Thornberry-König jetzt schon haben. Oder die Thornberry selbst. Ja, war ja genug Arbeit, die Typen zu farmen. Ja. Naja, ich hoffe, du kannst noch addieren im Kopf. Hey, was ist das? Gargoyle-Statue? Hm. Weiß gar nicht, ob das ein Hinweis auf einen echten Schatz ist. Ich glaube gar nicht, oder? Was ist mit euch? Hey, cool, ein riesengroßer Bildschirm. Der funktioniert sogar. Oder nicht. Ich weiß nicht. Die heißen dünn und dick. Lol. Achtung, Personal. Daten. Okay. Was steht da? 266 OV. Hey, das war Selfie, oder? Na, ja, wie auch immer. Hier gibt es leider nicht mehr allzu viel zu sehen. So, was gibt's noch? Ah ja, genau, hier. Ja, was tut dir leid? Uns tut's eigentlich leid, dass wir hier nicht... Ja, okay. Der arme Teddybär. Ja, der ist bestimmt traurig. Ein fröhliches Gemüt, diese Selfie. Okay, dann ist ja alles gut. Dann können ja die Galbadier nochmal angreifen, wenn das so ist. Okay, der Bär wird natürlich immer bei uns sein. Und was es in Travia noch zu entdecken gibt, das sehen wir nächstes Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.